Natürlich werden Personalentscheidungen erst dann veröffentlicht, wenn ein Team nicht mehr im Spielbetrieb ist. Aber die ersten beiden Neuzugänge, die die Straubing Tigers bekannt gegeben haben, waren keine große Überraschung. Sowohl über Verteidiger James Bettauer, der vom Liga-Konkurrenten Augsburg kommt, als auch über Förderlizenzspieler Max Renner, der nun fest von Kooperationspartner Rosenheim nach Straubing wechselt, wurde längst gemunkelt. Manager Jason Dunham erklärt nochmal die Beweggründe für diese beiden Verpflichtungen, beginnend mit Bettauer. Wir haben dem in Augen gehabt, Larry hat dem in Augsburg gehabt, ist ein guter deutscher Verteidiger. Wie gesagt, der bringt uns ein bisschen Tiefe und der kann auch in der Powerplay spielen bei uns. Eine sehr interessante Verpflichtung und ich glaube, der bringt uns weiter auf alle Fälle. Genauso wie Max Renner, das ist ein junger Verteidiger, der hat eine Chance verdient in der DEL. Jetzt muss der Maxi uns zeigen, was er kann und hoffentlich bringt er auch ein bisschen Tiefe in unsere Verteidigungspaarungen da hinten drin. Ganz hinten drin gab es aber dann doch ein richtiges Überraschungsei zu Ostern. Die Rückkehr von Goalie Dimitri Petzold aus Schwenningen zu den Tigers war nur Insidern bekannt. Zunächst auch große Diskussionen in den diversen Foren, weil nicht ganz klar war, welchen Status der 33-Jährige haben sollte. Geplant ist er laut Dunham als 1B hinter einem ausländischen Goalie. Ja, ich würde nicht sagen Backup. Der Dimi ist ein ehrgeiziger Tormann mit viel Erfahrung. Und wie gesagt, der wird seine Position spielen, der wird unsere zweiten Tormann auch sehr dringen, dass der wieder seine Eiszeit bekommt. Die ausländische Nummer 1 könnte auch durchaus weiterhin Matt Kleini heißen. Der Matt war gerade in meinem Büro. Die Jungs sind jetzt in den nächsten zwei Tagen, die machen einen kleinen Ausflug. Und wenn der zurückkommt, wir werden in den nächsten paar Tagen auch Kontakt haben. Und ich weiß man nicht. Wir müssen nochmal miteinander hinsetzen. Vielleicht treffen wir dem auch drüben in Nordamerika. Ja, ich kann momentan nichts sagen dazu. Heute ging's los für Dunham und Coach Larry Mitchell nach Nordamerika. Das mittlerweile traditionelle Spieler-Scouting vor Ort in der heißen Phase der American Hockey League steht an. Wir werden die letzten 17 Tage von der American Hockey League anschauen. Die spielen nur bis den 17. April und da gibt es viele Spieler, die sind für uns interessant. Und wie gesagt, wir sind ein bisschen unter Zeitdruck momentan. Noch ist nicht klar, wie viele neue die Tigers in der kommenden Saison brauchen. Am Montag wurden 7 definitive Abgänge vermeldet. Mit dem Rest des Teams wird nach dem Nordamerika-Trip nochmal verhandelt. Klar ist, dass Backup Dustin Strahlmeier, die Stürmer Blaine Down, Ryan Bader und der von Mannheim ausgeliehene Mirko Höflin ebenso wenig mehr das Tigers-Trikot tragen werden, wie die Verteidiger Danny Urban, Sebastian Osterlo und Alexander Dotzler. Ja, mit Dotzi ist das... Das ist schade. Der Dotzi ist ein unglaublicher, guter Charakter, ein super Spieler. Der hat alles für die Mannschaft gegeben. Und das ist der Nachteil, wenn du eigentlich eine erfolgreiche Saison hast. Andere Managers, andere Trainers, die schauen immer zu und wollen unbedingt einen von unseren Verteidigern, unsere deutschen Stürmer schnappen. Und das ist leider der Fall. Gerüchteweise soll er nach Wolfsburg wechseln. Offiziell bestätigt wurde das aber noch nicht. Unstimmigkeiten verursachte der Abgang von Osterlo, der mittlerweile genügend thematisiert worden ist. Fakt ist, mit nun 6 Verteidigern, auch Mori Edwards verlängerte ja um 2 Jahre, und 5 Stürmern sowie Goalie Petzold, haben die Tigers bereits ein solides Gerüst, um dann vielleicht auch in der kommenden Saison wieder für eine ähnlich positive Überraschung zu sorgen wie dieses Mal.